Ja, ciao und hallo hier aus meiner Piccola Panetteria. Ja, und du siehst, ich bin wieder beim Schlendelwein-Nudeln backen, also heißt beim Krapfenbacken auf gut Deutsch. Und es ist ja an der Zeit, jetzt Fasching steht vor der Tür, da müssen natürlich Krapfen her und am besten mit Hiffenmark gefüllt, wie es bei uns in Franken eben üblich ist. Ich habe ein Video dazu gedreht, wie einfach es ist, Krapfen zu backen, Schlendelweinnudeln zu backen, genial schmeckende Krapfen selbst zu backen. Und das möchte ich dir anschließend zeigen. Und ich bin überzeugt, du wirst, wenn du die einmal probiert hast, keine andere mehr mögen. Nur noch frisch selbst gebackene Schlendelweinnudeln. Viel Spaß im anschließenden Video, bleib dran und lass dich inspirieren, selbst deine Krapfen zu backen. Ciao und hallo aus meiner Piccola Panetteria. Und ich hatte es ja versprochen in meinem Live und nach den vielen Anfragen, wie ich meine Schlendelweinnudeln backe, dachte ich, mache ich ein Live eben und mache ein Video daraus. Ja, und jetzt ist soweit. Da liegen sie, meine genialen Schlendelweinnudeln, also meine Krapfen nach Martin Schönleben. Geniale Teile und ich werde dir jetzt zeigen, wie einfach das ist, Krapfen selbst zu backen. Das ist kein Hexenwerk, auch keine große Sauerei. Alles easy. Viel Spaß beim anschließenden Video. Ja, der Krapfenteig unserer Schlendelweinnudeln. Der Name ist spannend. Krapfenteig zu den Schlendelweinnudeln. Nach Martin Schönleben ist relativ einfach. Da gibt es kein großes Hexenwerk. Wir brauchen 250 Gramm Mehl. 550er oder 405er, ich habe hier jetzt T55, französisches Brioche-Mehl genommen. Dann braucht es 25 Gramm Zucker und 3,5 Gramm Salz. Man braucht 20 Gramm Hefe, relativ viel Hefe, aber es ist ja einfach ein fluffiges Hefegebäck. Dann braucht es 2 Eier, ein Vollei und ein Eigelb. Das habe ich hier schon mal gemischt. Also ein Vollei und ein Eigelb. Dann braucht es 100 ml lauwarme Milch. Lauwarm, damit die Hefe einfach gut arbeiten kann. Wir brauchen 25 Gramm Butter, etwas Zitronenabrieb und ich habe hier eine halbe Vanillestange ausgekratzt. Und das kommt jetzt alles in die Rührschüssel und wird 15 Minuten von der Maschine gerührt, geknetet, geschlagen, was die Maschine auch immer tut. Los geht's! Kneten und 30 Minuten den Teig dann abgedeckt warm ruhen lassen. Dann geht's weiter. So, da liegt da mein Hefeteig, schön gegangen, eine halbe Stunde und jetzt wird er in 8 Teile geformt, also der Teig ist ausgelegt für 8 Schlendelweinnudeln mit ca. 55 Gramm, aber ich bin da jetzt nicht so genau und wiege die genau aus, ich teile einfach in 8 Teilen. So. So. Und die werden jetzt zu Kugeln geformt und zwar machen wir das ganz gemütlich einschlagen von allen Seiten und dann lässt er sich wunderbar zu Kugeln formen. Jetzt wirst du dich fragen vielleicht, was hat er da für ein rotes Teil liegen? Ich habe mittlerweile die besten Erfahrungen gemacht. Das ist Filz, mit dem man Schubladen ausschlägt für Besteck. Dann habe ich auf eine Holzplatte gelegt und darauf lege ich meine Teile ab, meine Kugeln, denn auf Mehl fängt es zum Kleben an und da klebt nichts. Das funktioniert perfekt.
kein Mehl drauf. Die Krapfenkugeln, die Schlenkelwalnudeln, Kugeln einfach da drauf ablegen. Also, so. Und das machen wir jetzt mit allen acht. Und dann machen wir noch ein paar länglich. Erzähle ich dir später, warum ich manche länglich mache und manche einfach zu klassischen runden Krapfen. So, und jetzt sind sie einfach länglich gemacht. Also, einfach Kugeln drehen, einschlagen, Kugeln drehen, so, und dann schön lange Würstchen von ungefähr Daumendicke. So, und die kommen da drauf. Und hier bleiben sie jetzt liegen, ungefähr eine Stunde, bis sie sich verdoppelt, verdreifacht haben. Und nach einer halben Stunde drehe ich sie einmal um 180 Grad. Und ich decke auch nicht ab, ich lasse sie zugluftfrei warm gehen. Und dann schauen wir mal, wie lange das heute dauert. Das ist ja jedes Mal ein bisschen anders. Ja, los geht's los. Da liegen sie, meine Schlenkelweinnudeln. Die waren jetzt 1,5 Stunden auf Gare gestanden. Völlig unabgedeckt, einfach auf dem Filz. Nach einer halben Stunde habe ich sie einmal gewendet. Die sind jetzt schön praktisch, ich würde sagen, um das Dreifache aufgegangen. Ja, das Fett ist heiß. Wichtig ist beim Fett, wie bei allen Krapfen, optimal 165 Grad. In der Fritteuse tut man sich einfach am leichtesten, die hält die Temperatur. Ich habe das auch oft im Bräter gemacht, auf der Kochplatte, aber da musst du laufen, gucken, dass die Temperatur passt und nachregen. So ist das ganz entspannt. Ich nehme dazu noch eine kleine Stoppuhr. Die Nudeln oder die Krapfen 4 Minuten auf der einen Seite, 2 Minuten ungefähr auf der zweiten Seite nach dem Wenden. Ja, und dann geht's jetzt los. Legen wir sie mal rein, die ersten. Fangen wir mal mit den runden an. Und die Stoppuhr stellen. 4 Minuten. Zugucken, wie sie wachsen. So, in der Zwischenzeit erkläre ich mal kurz, ich habe hier Hefenmark, also Hagebuttenmarmelade, wie es auch schön heißt, oder Konfitüre, keine Ahnung, wie man das sagen muss, im Spritzbeutel. Der Franke mag einfach Hefenmark und auch ich mag wirklich Hefenmark als Füllung der Krapfen. Dazu ein kleiner Hack, in meiner Spritztüte. Ich nehme immer einen Clips hinten und da muss ich nicht aufpassen, dass er mir hinten davonläuft. Ich habe ihn schön in der Hand und kann wunderbar spritzen, ohne hinten Sauerei zu bekommen und auch wunderbar wieder ablegen. Ja, und warum mache ich längliche und runde Schlenkelweinnudeln oder Krapfen grundsätzlich? Ich mag auch ungefüllte Krapfen unheimlich gerne. Frische, ungefüllte Krapfen, auch ein Gedicht. Und damit ich sie auseinander kenne, ganz einfach, die länglichen sind immer ungefüllt und die runden werden gefüllt. Ganz, ganz easy. So, die Krapfen wachsen wunderbar, das sieht man natürlich jetzt leider nicht. Ja, die 4 Minuten sind jetzt um. Schauen wir mal und schau dir das an. Wunderbar aufgegangen. Drehen wir sie einfach mal vorsichtig um. So, zack. Und schon geht es weiter. Noch 2 Minuten und die ersten 3 sind fertig. Holen wir sie raus. Boah, schau dir das an.
wunderbare Krapfen. Und dann mal gleich die länglichen rein. Die kommen jetzt gleich mal in Zucker. Ich mag es in Zucker. Wenn du es in Puderzucker magst, dann nimmst du Puderzucker. Ich liebe einfach Zucker darauf. Wunderbar, locker, leicht, fluffig. Man muss aufpassen, dass man sie nicht eindrückt. Och, die Zeit muss ich auch stellen. So. So. Gehen wir gleich ans Füllen. Man kann es auch ein bisschen abkühlen lassen. Spritztülle. Mit der langen tut man sich echt gut. Das ist eine coole Tülle, die ich da von Städter gefunden habe. Du kannst richtig schön reindrücken. Bis 23 zählen. Zack. 21, 22, 23, 24. Sind wir mal nicht so sparsam. 21, 22, 23, 24. So. Und du siehst, das saut nichts. Genial. So. Herrlich. Und jetzt warten wir auf die nächsten. Und so geht Schlag auf Schlag. Und du siehst, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Krapfen backen ist very easy. Ist wie Brot backen, man muss sich etwas Zeit nehmen. Zwischendurch genießen, nichts tun, Kaffee kochen. Nee, Kaffee trinkt man ja hinterher mit den Krapfen. Kleiner Spaziergang während der Zeit, wo die Gare circa eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Da muss man einfach gucken, die Krapfen sollten sich um das Dreifache, so sagt man in der Regel so, im Daumen vergrößert haben. Und dann bei 165 Grad 4 plus 2 oder plus 3 Minuten abbacken. Fertig. Und gibt es was Besseres als frische Krapfen? So, und dann kommen auch gleich die länglichen raus. Hohoho. Schau es dir an. Sind die geil oder sind die geil? Also ich finde hammermäßige Schlenkelweinnudeln. Ja! Gleich mal in Zucker. Die bleiben jetzt ungefüllt. Und jetzt kommen die letzten beiden rein. Und in dem Fall sage ich, mit genialen, einfach zu backenden Krapfen, also kein Aufstand. Und ich verrate dir, die schmecken sowas von frischer, geht es nicht. Schau sie dir an, meine Schlenkelweinnudeln. Ciao, a presto!